Ja, hallo. Schönen guten Tag. Wo ist denn dein Bart, Dab? Wo ist denn dein bärtiger Bart? Ich habe den ein bisschen getrimmt. Ein bisschen leichter jetzt. Ja. Und ein bisschen ordentlicher. Ich weiß, dass ich 10 Jahre jünger aussehe. Mindestens sehe ich aus wie im Fötusstadium. Aber macht ja nichts. Wächst ja alles nach. Mit meinem besonderen Blut. Aber die Musik ist schon wieder zu episch. Kannst du dich mal versiegen? Ja gut, auch nicht viel besser. Wisst ihr was? Ich mache einfach die WoW-Musik an. Tja. Hatte ich lange nicht. Doch, hatte ich wahrscheinlich von ein paar Parts. So, eine Minute sind wir dabei. Was machen wir, Wir haben hier ein bisschen Mischugge. Da sollten wir einfach irgendwie jemanden finden oder irgendwas abgeben. Oder so, diese eine untote Apotheker-Fuzzi. Wollte das für da was machen. Gestern kam der Demon Hunter raus. Da hat mich auch schon welche gefragt, ob ich den denn spielen kann. Kann ich. Ich habe jetzt einen auf Antoni, das ist mein neuer Main. Weil ich ja nichts anderes spielen kann, so nach dem Motto. Jo. Macht übel Spaß. Demon Hunter geht gut ab. Ein Ramp-Up haben wir auch direkt gefunden. Das ist auch sehr gut. Ware. Nicht so dieser scheiß Ritterfuzzi von gestern. Der hat mich sowas von abgefuckt. So. Ich habe gerade gegessen. Wenn ich jetzt nicht wieder so super hype bin wie letztes Mal, dann tut mir das leid. Aber so ist das. Okay, ein bisschen Mischugge, ein bisschen Mischugge. Wo bist du denn? Du bist hier. So, tötet 6 verseuchte Schweine. Beschafft irgendwas. Machen wir nochmal. Wir vertrauen niemand und nix und gar nichts. Ja, die Musik ist halt echt mega leise. Aber eigentlich mag ich das so ziemlich gern. Vielleicht mache ich die ein bisschen lauter mal. So. Das hat schon fast wieder Startgebiet-Qualität. Weil da war die Musik einfach so abgefuckt im Silberwald. Die geht da irgendwie vom Pitch her so weit nach oben, dass man echt denkt, holy shit, was ist denn hier los? So, war das im Keller oder war das oben? Quittungsbuch sollen wir holen. Quittungsbuch, wo bist du nur? Ich suche dich. Wo bist du nur? Okay. Da liegt es doch. Da liegt es doch oben. Der blaue Balken hat sich schon verabschiedet. So, da haben wir es. So, looten. Zack. Ich hoffe, dass die Quest-Aufgaben, wie auch immer, hier mal bald durch sind. Weil dann können wir echt in da mal hingehen. In scharlachrote Gebiet. Und dann schaffen wir ein bisschen was. Zusammen. Zö. Süßi. Ja, man merkt aber auch wirklich, dass es hier mal Menschengebiet war. Bei dem ganzen tollen Kirchengesang. So. Bapibubibi. Weiß genau, wie es sein wird am Ende des Let's Plays. Blizzard entschuldigt sich für den Bug, dass man 100% mehr EP brauchte. Hier ist deine Entschädigung, ab 1 Million Euro. Danke, tschüss. So wird es leider nicht sein. Solchen Abwehrforschung, das haben wir noch nicht gemacht. Das kann gar nicht sein. Hallo, hier, nimm dein scheiß Buch. Und nimm deine, was du willst. Level up, das ging fix. Guck mal, 5 Minuten im Spiel und schon Level up. Ich glaube, das ist ein neuer Rekord.
Na gut, außer Part 1. Part 1 war sowieso unfair, oh, mega unfair. Ich frage mich, wie ungewohnt das jetzt ist für die Leute, die mich jetzt mit Pflaumen, will ich jetzt nicht sagen, weil es ist ja kein Pflaumen, aber die mich jetzt mit Bart kennengelernt haben. Du siehst so neckig aus. Du siehst aus wie 15. Seid nicht so oberflächlich. Auch 15-Jährige dürfen WoW spielen. Da kommen die Trompeten. Was, die sollen wir wieder killen? Nö. Faulbeere. Ah, die sollen wir einsammeln. Wenigstens 5. Ich dachte jetzt, wir müssen schon 20 einsammeln. Das wär's ja gewesen, das wär's ja gewesen. So. Ja. Ich hatte euch ja gesagt, dass ihr echt alle Klassen neu spielen könnt. Also jetzt im Sinne von, alles macht wieder übertrieben Bock. Macht das. Twingt einfach irgendwas hoch. Also, man muss echt nicht bis Legion warten, um wieder WoW zu spielen. Es geht gut ab aktuell. Ist richtig gut, macht richtig Bock. Flupp. Hier war gerade ein Arm. Jetzt ist er aber weg. Bam. Natürlich. Natürlich. Bären, Bären. Jetzt hätte ich gerne noch diesen Gitwins Urstein gehabt. Weil der portet uns gleich zur Kathedrale. Aber der ist leider weg. Da sind noch mehr Beeren. Beeri. Da. Das können wir mal ausblenden. Das auch. Und da ist wieder der tolle Int-Debuff, der mich hier schon die ganze Zeit ein bisschen abfuckt. So, vielleicht sollte ich nicht nach dem Essen aufnehmen, weil da bin ich echt nicht in meiner stärksten Phase, könnte man so sagen. Nein, wir brauchen das Mount. Ja, und ihr seht, ich kann jetzt auch noch ein bisschen weiter rauszoomen. Da habe ich nämlich gestern ein bisschen rumgeguckt. Da könnt ihr ja ganz einfach bei System. Wie war das? Ach, ihr macht das schon. Ihr macht das schon ganz gut. Hat mir Hufferlump, glaube ich, geholfen. Auch ein Kollege aus der Gilde. Ist aber nicht so oft da. Und wir haben ein paar neue Leute im Teamspeak. Das hat mich auch gefreut. Auch wenn man mir das natürlich mal wieder nicht anmerkt. Aber das macht ja nichts. Bei so toller Musik ist alles möglich. So, was sollen wir hier machen? Abgetrennter Arm. Ja, ohne Scheiß. Das geht so nicht weiter. Musik aus. So. Dann halt so. Ganz ehrlich. Das waren doch die, die aus dem Boden kommen hier, wa? So. Nummer uno. Jetzt finde ich hier wieder keine Hände. Macht ja alles Spaß. Echt noch mehr Dungeons machen müssen. Aber einen ganzen Haufen mehr. Ich meine, ich bin schon froh, dass ich das Level habe, was ich habe. Weil es hätte echt anders ausgehen können. Aber 48 nach einem Monat. Gibt Schlimmeres, wa?
Da hat einer Abonnent geschrieben: Ja, besser als dass du wieder weg bist. Ist auch was dran, denke ich. So, also so schnell wird man mich hier nicht mehr los. So. Da. Ach, da hinten sind noch mehr Arme. Ja, wieder gut aufgepasst. Toll aufgepasst. Ja, hol doch einfach den 300%-Trank. Nein, das geht nicht. Das kann ich doch nicht machen. Das wäre doch viel zu frech. Ich laufe wahrscheinlich die ganze Zeit an irgendwelchen Armen vorbei. Wie da zum Beispiel. Einfach den Fokus umlenken, dann findest du sie auch. Da ist wieder Pesthuf. Der lebt auch alle 2 Minuten wieder. Mensch, dann sind wir schon wieder aus der Zone raus. Da ist einer. Da ist einer. Wo gehen wir eigentlich? Nach diesem Gebiet hin könnte man... Hm. 50. Sümpfe des Elends. Wenn ich dann mit 52... Das ist eine Invasion. Davon habe ich auch schon 4 oder 5 Stück gemacht mit meinem Demon Hunter. Main. Tja, Schurke macht ja Spaß und alles. Und das Let's Play kommt ja auch. Beziehungsweise es läuft ja schon. Nur dass ich wieder mir zu viel vorgenommen habe. Zack, da haben wir den Stab. Und jetzt können wir einfach fliegen. Und zwar hier mit dem Tybi. Kapelle, jo. Hier können wir nämlich hier runtergehen und dann machen wir da die Questreihe. Die sollte uns auch 1-2 Level geben. Und was dann, Dab? Was dann? Was dann? Du sagst ja gar nichts. Doch, dann können wir... Also, sowieso könnten wir einfach eine Instanz machen. Ja, das steht einem ja immer offen. Dann könnten wir sonst noch... die brennende Steppe machen. Hier oder da. Also hier kriegt man locker 4 Level zusammen. Beziehungsweise brauchen wir nur 52, weil dann gehen wir eh in dieses Sümpfe des Sümpflandes. Beziehungsweise hierhin. Ja, Kampfhaustier jetzt hier immer. Hab ich immer noch nicht gemacht. 2 Addons später und ich hing schon wieder hinterher. Ja, was soll man machen? Man muss so viel unter einen Hut kriegen heutzutage, das ist ja alles schwierig. So, nein, ich mach nur Spaß. Also gehen wir hier hin. Da können wir bleiben bis 54. Und von 54 können wir in die verwüsteten Lande. Und dann machen wir dann auch Level 60. Da gibt es auch das ein oder andere Ramp, von denen ich weiß, dass wir die auf jeden Fall kriegen. Nur, ja, müssen wir da halt erstmal hin. Das sind noch 6 Level. 6 ist nicht so viel. Das schafft man. Ich weiß noch, im ersten Part habe ich bis Level 4 oder 5 gespielt. Und jetzt bin ich schon wieder hier. Feels good, man. So, haben wir es geschafft. Und dann Bruderschaft des Lichts. Da gehen wir jetzt hin. Machen wir kurz den Kram. Achso, was ich noch sagen wollte, weil heute schaffen wir tatsächlich ein bisschen mehr. Mache ich nämlich nach diesem Part direkt den nächsten. Dann kann ich nämlich morgen früh direkt hochladen und dann seid ihr wieder das Wochenende ein bisschen beschäftigt. Und so kommt dann, na, sobald der hier halt 60 ist. So, haben wir Beutel. Jo. Geld. Der Arschbringer. Nein, leider nicht. Aber den kriegt ja der Paladin sowieso. Das ist ja auch irgendwie
Was soll ich dazu sagen? Was soll ich davon halten? Was soll ich dazu sagen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Der Arschbringer ist eigentlich der übel legendärste Super Motherfucker überhaupt. Und jetzt kriegt den jeder Guffel. Moin. Okay, danke. Scharlachroter Kreuz-Typ gekillt. Wobei das jetzt natürlich wieder Untote sind. Nice. Das sollte beide treffen. Schauen wir doch mal. Sieht gut aus. Very good. Diesen Level 41. Wie sie einfach die Soundset Classic drin haben. Ich meine, vieles wurde ja auch inzwischen angepasst, so von den. Die Todesritter, die Blutelfen haben teilweise auch neue Voice-Overs bekommen. Aber trotzdem. Ramop? Nein. Dass die das einfach so durchziehen mit den ganzen Classic und Sounds und bla und Murlocs hören sich immer noch an wie Murlocs und nicht wie so neumodischer Scheiß. Finde ich schon very good. So, finden. Gehen wir erstmal in die Kaserne hier. Jetzt greifen nämlich schon die Agentumsleute an von uns. Wurde eigentlich nur genommen, um ein bisschen Phasing zu machen. Agentumscentorio und Cornifex. Wenn man erobert hat, halt. Was? Man erobert jetzt halt. Oh, Gott sei Dank. Wieder das ganze Gebiet hier, weil das ja von den Scharlachroten ziemlich geklaut wurde, wenn man so sagen kann, wenn man so sagen will. Und jetzt holen wir das halt wieder zurück für den Agentumskreuzzug. So, und dann sollen wir hier zum Beispiel Purpur-Eber holen. Was soll das sein? Oh, jetzt wird's aber richtig episch. Jetzt hätte ich gern Kataklysmus gehabt. Macht aber nichts. Dass die echt heiliges Licht casten können. Das ist so ein Widerspruch an der ganzen Schöpfungsgeschichte irgendwie. So, was haben wir jetzt? Haben wir Siegel. Siegel haben wir. Dann holen wir noch Tuch des Uta. Oh, nice. Wir haben ein Tuch von Uta. Fanboy confirm. Und dann gehen wir hoch. Und müssen noch einen Superfuzzi killen, den Zornwirker. Den Marius Zornwirker. Tja, hättest du dich mal nicht getraut. Wahrscheinlich noch im Keller. Weil das Girl haben wir jetzt platt gemacht. Dann gehen wir links runter. Gehen kurz im Keller. Also wir säubern letztendlich einfach nur das Gebäude. Vor der scharlachroten Invasion. Das ist sowieso so ein Widerspruch an sich. Wir haben ein schönes Bild von Tausendnadel. Wunderschön. Schick. Und hier haben wir die anderen Sachen. Ist dieser Marius. Hat aber ein schickes Schwert.
Und man merkt ehrlich gesagt auch, das ist sowieso meine Schuld, dass ich so lange brauche mit dem Let's Play. Weil erstmal lasse ich mir sowieso relativ viel Zeit, ne, das sollte ja kein Geheimnis sein. Zweitens level ich halt echt oft in viel zu lowen Gebieten für meine... für mein Level. Aber macht ja nichts, la 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 la. Auf der offenen Arschzaun. Ich bin am Let's Play. Schäm dich. Ich glaube, da mussten wir diesen... hier hoch, wa? Diesen Jäger müssen wir noch platt machen. Ich war hier mit meinem Schaman vor ein, zwei Wochen. Da habe ich das letzte Mal gemacht. Kaputt. Oh Gott, ich habe mich auch so lange ohne Bart nicht mehr gesehen. Es ist so ungewohnt. Wow, coole Leiche. So. Ich finde es immer witzig, wenn die NPCs irgendwelche heftigen Sprüche versuchen zu kloppen und in genau der Sekunde aber abkacken und denken, oh mein Gott, nein. Jo, Erfahrung. Oh, die geben nur 8k. Das ist übel. Das ist richtig übel. Cornifex Siegel, das können wir sogar benutzen. Nehmen wir nochmal einen Seelenstein. Hallo. Kann ich euch helfen? Ja. Kannst du? Kannst du das? Oh, der Morgenbringer. Guten Tag. Was kann ich für euch tun? Hey, wir haben alle Quests gemacht. Obwohl wir noch welche haben. Wir sind am Cheaten. Uiuiui. So, wie war das nochmal? Hier habe ich auch lange gebraucht, den Scheiß reinzukriegen. Und zwar, passt jetzt genau auf, wenn ihr hier nämlich questet. Das ist ein sehr verwirrender Raum. Und ihr habt nicht den ganzen Tag Zeit. Also macht's nicht wie ich. Das erste Item, wir brauchen Assassin töten, Portal öffnen, Portal öffnen. Da müsst ihr erstmal hier reingehen, ja? Dann müsst ihr hier durch, unten durch. Dann könnt ihr die wegbomben. Könnt ihr, müsst ihr nicht. Dann geht ihr wieder zurück. Ja, macht Loop die Loop. So. Dann geht ihr hier hoch. Und dann geht ihr da durch. Okay. Soweit alles mitgekriegt? Gut. Schließen. Nummer 1. Hier runterspringen. Hier umdrehen. Und wieder zurück. Das nächste Portal ist... da. Das ist relativ einfach. Durchgehen, geradeaus, Rechtsklick, umdrehen. Glücklich sein. Der Assassine ist ein bisschen trickiger. Dann geht ihr hier hoch. Hier geht ihr noch mehr Treppen hoch. Uiuiui. Haben wir morgen ganz dicke Waden. Und hier ist der Assassine. Und der kriegt uns nicht mehr mit. Weiß, der ist super sexy. Aber jetzt ist er super tot. Und das war's auch schon. Und dann können wir hier runter. Ich bin so untot. Hohoho. Dann springt ihr. Zack. Kurz wegballern. Und fertig. Kriegt man dit, kriegt man dat. Kriegt man jenes. Was für ein Seufzer, wa? Was ist denn der Dab so unzufrieden? Bin ich gar nicht. So, jetzt müssen wir den Megaboss umnieten. Guten Tag. Oh, von Morganis, da habe ich mal PvP gespielt. Und zwar zu Mr. Pandaria. Also letztes Addon. Noch letztes Addon. Legion ist ja auch bald raus. 19 Tage. Oh mein Gott. So einfach kann es gehen. Also ich bin nicht komplett scheiße, es kommt halt echt auf den Tag drauf an. Meine Leistung ist unterschiedlich stark.
Gehen wir zur Kapelle. Fliegen können wir da jetzt ja noch nicht. Macht aber nichts. Kann ich ja mit 60, also wenn das Let's Play zu Ende ist. Alter, wie groß war denn die Arkane-Explosion? Macht er das nochmal? Nehmen wir wieder den kürzesten Weg. Also einfach hier durch die Bäume. Ja, jetzt ist die Musik auch mal ein bisschen lauter. Knack den Rücken. Schöne Musik. Schön. Schön, schön. Der ist halt von Skyrim. Und zwar Elder Scrolls Skyrim Original Soundtrack Unbroken Road. Sollte jeder Skyrim-Enthusiast von euch soweit eigentlich kennen. Ist nämlich nichts Neues. Wen haben wir da? Einen Händler. Der verkauft nur Pilze. Irgendein Junkie-Set. Ich habe immer noch nicht das Mount gelernt, ey. Scheiße. Ja, wir reiten auch noch mit 100%. Vielleicht soll ich das echt mal lernen. Weil dann wäre ich auch eine ganze Ecke schneller. Ich bin auch bescheuert, echt. Ja, man will halt vorankommen und bla. Nein, Dab, du bist bescheuert. Gelernt. Was verlangt ihr? Gar nichts. So, das Gebiet ist durch. Wo gehen wir denn jetzt hin? Ödland. Wie komme ich denn ins Ödland, sag mal? Kann ich dann fliegen einfach? Sonst nehmen wir einfach gleich Kurs. Was ist? Nee, das hat sich voll erledigt. Abenteurerführer. Tanaris könnte man auch. Ja, das ist. Dann machen wir mal einen Ruhestein. Und dann gucke ich mir das mal an. Dann machen wir Tanaris. Da war ich auch mit Kuraton. Oh Gott. A Boogie Woogie ist jetzt offline. Ja, die Leute bei Crafts Gilde sind halt mega witzig. Alle mega witzig drauf. Trinkt mehr Tee. Tea Time. Was nun? Reiten lernen, Baby. Warum ist denn jetzt weggelaufen? War da dann irgendwelche Ali-Spastis? Ja, okay. Lange hat man's nicht gesehen. Ich weiß, mein Let's Play lässt zu wünschen übrig, aber. Ich habe schon so viel auf diesem Kanal gemacht und ich bin schon so lange hier und ich bin schon so viele Jahre dabei, dass es vielleicht doch ein bisschen, mitgenommen ist, das Let's Play-Verhalten. Wenn man sich mal anguckt, wie enthusiastisch und frisch ich noch war, damals 2010, 2011. Blinktron! Dann merkt man doch schon einen gewissen Unterschied. Man wird halt nicht jünger, wa? 35 Gold, ey. Da verkauft jemand ein Spielzeug. Weiß aber gar nicht, was das bringen soll. Beschwört einen kleinen Teufelsdings. Das soll nicht kosten. Reitlehrer. Moin. Zack. Geil. Guck mal, schon sind wir schneller, schon spare ich Zeit. Hätte ich das vor 2, 3, 4, 10 Parts gemacht? Ja gut, vor, sagen wir mal 10 Parts. Vor 8 Parts? Alter, wie lange hocke ich schon auf 40? Das Level zieht mich ja übertrieben down. Und zwar, Mount. Ja, das wollen wir lernen. Und zwar, wie heißt das? Kohlefaust.
Legastheniker Marlon schlägt wieder zu. Mal gucken, wie das aussieht, wie sich das steuern lässt. Das hat was. Meine Fresse, das sieht so bescheuert aus. Danke, Jonas. Bist ein guter. Was machen wir jetzt? Schon wieder zwei Portale. Oh, am liebsten würde ich jetzt... Demon Hunter, ich muss die Welt retten. Das macht halt echt übertrieben Bock. 30 Minuten haben wir voll. Dann würde ich sagen, gehen wir noch kurz zum Flugpunkt. Und von dort mache ich mich dann auf den Weg. Beziehungsweise schauen wir mal, ob ich überhaupt nach Tanaris komme. Weil hier war kein Flugpunkt. Das wird schwierig. Demon Hunter sind schon da. Die ersten Transmogs gehen jetzt schon ab. Flugpunkt war hier, ne? Genau. Wow. Coole Animation. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Das war so knapp. Ich hab's halt nicht in der Leiste. Ich behalte meinen Illidari Teufelspirscher, aber das Mount hat mir auf jeden Fall noch gefehlt. Weil ich war ja auch eine ganze Zeit lang nicht der aktivste Spieler. Wenn man zwei Addons verpasst. Mehr oder weniger. So, wie komme ich nach Tanaris? Ja, nicht. Das wird ja auch ein Spaß. Das wird ja ein richtiger Spaß werden. Wird das spaßig, wird das geil. 32 Minuten. Okay, ich lasse mir mal was einfallen, wie wir nach Tanaris kommen. Vielleicht steht hier sogar in der Quest was. Lese ich mir gleich durch. Dann danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war nicht zu langweilig. Es ist ein ruhigerer Part. Und wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Bis zum nächsten Mal. Euer Dab. Tschüssi.